Außerdem war es doch ein bisschen größer. Ein bisschen ist gut. Ich meine, das alte Becken war so breit oder so lang wie das neue breit. Fast. Genau. Ja, jetzt gehen wir quasi in den Schritt über, dass wir euch zeigen, wie wir das jetzt gemacht haben, also ablauftechnisch. Das Problem war, das neue Becken, das kam an die gleiche Stelle wie das alte auch. Das heißt, wir mussten es irgendwie schaffen, das alte wegzubekommen und gleichzeitig das neue hinzustellen. Das klappt natürlich nicht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das alte Becken gerade an der Wand gegenüber, also 2 Meter nebendran, aufzustellen. Hört sich jetzt nicht viel an, 2 Meter nebendran, aber das ist natürlich das volle Programm. Alles rausholen, Wasser aber, raus, Steine raus, ja. Kies raus, das Ding aber ist. Aber wir haben ja wirklich hier Dr. Fisselarbeit gehabt, bis wir dieses Technikbecken da drin hatten. Das hatten wir ja extra anfertigen lassen für das Aquarium. Ja. Da ist ja eigentlich kein Technikbecken vorgesehen. Und das ging auch nur rein, wenn die Tür abgeschraubt war. Ja, die mussten wir jetzt natürlich auch erstmal wieder abschrauben im Akkuschrauber. Ja, und da kam auch schon so das böse Erwachen, wie verdreckt das mit der Zeit war durch die Luftfeuchtigkeit. Ja, man hätte vielleicht an den Schrank, da ist ja kein Technikbecken geplant gewesen, hinten die Öffnung hätten wir ein bisschen größer machen können. Ist nicht ganz so schön, wie man sieht. Oder man hätte vielleicht nochmal aktiven Lüfter hingesetzt oder sowas. Ja. Ja, aber es war jetzt auch kein Weltuntergang. Ich meine, ich muss sagen, das ist jetzt das Resultat von 5, 7 Jahren. Ja. Dafür geht's ja noch. Genau. Ja, und dann fangen wir natürlich an, dann muss aus dem Technikbecken die ganze Technik raus. Das heißt, Abschäumer raus. Halt bei dem alten Becken war alles super klein und eng. Das war immer ein Graus. Das ist natürlich jetzt ein Luxus mittlerweile geworden, ja, mit dem Showtank. Und dann musste dann natürlich erstmal das Wasser raus, weil mit Wasser drin kannst du das Ding nicht hochheben. Ich hatte selbst ohne Wasser drin gleich mal ein Problem, das siehst du gleich. Ja, dann war das Wasser draußen und dann habe ich aber gleichzeitig mit unserem Schlauchrollersystem, den super Teil, schon mal Wasser rausgeholt aus dem Hauptbecken oben und habe das aber in die Wannen laufen lassen, nicht in die Toilette oder in den Abfluss oder sonst irgendwo, sondern wir brauchen das Wasser natürlich. Wir bauen das Becken 2 Meter nebendran wieder auf und da wollen wir natürlich das alte Wasser benutzen. Ja. Warum haben wir das gemacht? Wir wollen natürlich das auch einigermaßen in Ruhe aufbauen, das neue Becken, und da es halt an gleichem Ort und Stelle ist, mussten wir eben halt das alte versetzen. Ne? Ja, man muss dazu sagen, dass das alte Becken, also das dann umgezogen wurde, das hat dann in diesem umgezogenen Zustand auch nur 3, 4 Tage gestanden. Gut, aber trotzdem. Ja. Deswegen, also es hätte sich da auch nicht gelohnt, das neue Wasser anzusetzen, um 3, 4 Tage das alte Becken da hinzustellen. Aber 3, 4 Tage in 24 Stunden oder in 5 Stunden Rhythmus reinzukriegen, ist halt... Und da sieht man das, guck mal, Christian, das ist geil. Ich bin nicht mehr hochgekommen, da musste ich dann meine zukünftige Frau rufen. Ich kam da nicht mehr hoch. Ja, und dann war irgendwann das Wasser so weit unten aus dem alten Becken, dass die ersten Korallen oben rausgeguckt haben. Und dann gehe ich immer hin und mache das Licht ein bisschen, dimm's ein bisschen, damit die da oben nicht abfackeln. Genau, das ist ein sehr guter Tipp, weil die LEDs ja trotzdem auch Wärme abstrahlen. Ja. Und damit dann die Korallen, wenn sie trocken stehen oder feucht nur noch stehen, nicht noch zusätzlich gestresst werden, ist es schon gut, wenn dann halt die Beleuchtung auf Minimum gedimmt wird. Genau. Jo, und dann, wie man sieht, dann sind auch schon die ersten Korallen aus dem Becken rausgeflogen. Da war ich richtig froh, dass wir nichts verklebt hatten. Das war alles nur gestellt. Ja. Aber auch mit der Zeit alles voll. Ne? Was ich immer erschreckend finde, wenn man so ein Becken ausräumt, was dann auf einmal für ein Siff auftaucht. Ja, so ein richtiges Flodderbecken. Unglaublich. Auch wenn es dann komplett leer ist. Ja, das siehst du gleich noch. Wie meins letztens leer geworden ist, die Scheiben waren total dreckig. Ja, wie man sieht, da wühlen auch noch Fische drin rum, die kann man dann ganz als letztes rausholen. Da hast du keine Chance, solange die Steine drin sind. Ja. Müsst ihr auch übrigens aufpassen, wenn ihr Steine rausholt. Natürlich Fische, die gehen auch gerne mal in die Steine rein, gerade kleinere Fische. Ich habe sogar mal früher einen Doktor gehabt, der ist wirklich in so einen Stein, der hat sich so reingekrochen. Ja. Da musst du echt aufpassen. Ja, das stimmt. Manchmal siehst du die nicht. Ja, du musst dir echt Zeit nehmen, eine Taschenlampe gucken. Im Prinzip kannst du einen abstellen, der die Steine nachschaut. Ja. Oh, das ist das alte Becken leer. Also gucken wir mal, wie versifft das aussieht. Brutal. Brutal. Ja, und dann stand das ganze Wohnzimmer voll mit mit Gefäßen, Eimern. Voll mit Wasser und Gestein. Und es gab keine Wasserkatastrophe. Das ist ein Wunder. Aber es mockert trotzdem immer so ein bisschen. Boah, das stinkt wie Sau, ey. Also die Fenster sollst du schon aufmachen bei so einer Aktion.
Achso, und was auch ganz wichtig ist, ne? Wenn ihr eure Korallen in Behältern sowas setzt, dann, also wir haben das zu einer Jahreszeit gemacht, wo die Temperaturen gut waren. Ja. Man darf nicht vergessen, wenn das dann kein Heizstab mehr drin ist, du hast ja keine 5 Heizstäbe, die du da über reinhängen kannst, dann verliert das Ganze an Temperatur und das ist nicht so gut. Gut, wir wissen aus Erfahrung, Korallen sind gar nicht so empfindlich, was Temperatur angeht, wenn es für kurze Dauer ist. Genau. Aber guckt, dass es nicht gerade draußen bei 10 Grad in kalte Luft reinströmt und da steht der Eimer mit irgendwelchen Tieren drin. Genau. Also, was halt auch noch wichtig ist, gerade im Winter, Fußbodenheizung ist halt ganz, 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 ganz fies. Da darf ich halt keine Eimer hinstellen. Das ist sonst das gar andere gibt Übung. Dann Kochfisch und ja, das ist dann gar nicht gut. Ja, und das sehen wir, das ist im Prinzip jetzt, wo die Kamera steht, da stand davor das Becken vorher. Das Ganze ist wirklich nur 2 Meter gerutscht und jetzt muss natürlich alles wieder rein. Ja, da bist du schon einen Tag beschäftigt. Gut, wir haben auch nicht mehr ganz alles reingetan. Wir haben auch schon direkt ein paar Steine rausgemacht. War ja nur Notbehelf. War ja nur für 4-5 Tage und ja. Deswegen, da wurden auch keine Scheiben mehr gereinigt. Und Technikbecken hatten wir auch nicht mehr angeschlossen. Hier sieht man, oben rechts oder hinten rechts steht der Abschäumer einfach nur. Nur noch die lebenserhaltenden Funktionen sozusagen. Im Aquarium drin, ne? Aber es funktioniert. Ja, guck mal, da hat die Webcam noch gehängt. Ja. Da war noch Platz dafür. Ja. Ja, da sieht man es, da hängt kein Technikbecken dran. Ja. Aber für 4-5 Tage geht das mal. Kabelmanagement. Abschäumer reingestellt, in oben rein. Und guck mal, am nächsten Morgen sieht es schon gar nicht mehr so schlimm aus. Da habe ich dann doch mal die Scheiben sauber gemacht. Ja, und da steht es neu auf dem neuen Platz, aber noch einen Meter tief, zu tief.